Revierderby. Das Stadion Rote Erde ist total überfüllt, 40.000 Zuschauer. Es herrschen unfassbare Zustände. Mithilfe ihrer Schäferhunde schaffen die Ordner mühsam Platz für einen Eckball der Schalker. Und als im Anschluss Pirtner das 1:0 für die Königsblauen erzielt, bricht endgültig Chaos aus. Schalker Fans stürmen das Spielfeld, feiern ihren Torschützen. Die Ordnungskräfte mit ihren Schäferhunden mittendrin. Der Tumult überfordert die Tiere. Sie fangen an, durchzudrehen und nach allem zu schnappen, was sich bewegt. Der Schalker Mittelfeldspieler Mäuser wird ins Bein gebissen. Doch spektakulärer ist die Verletzung von Teamkollege Friedel Rausch. Denn den Verteidiger hat es viel übler erwischt und dann auch noch am allerwertesten. Friedel Rausch bekommt noch auf dem Spielfeld eine Tetanus-Injektion und spielt das Derby tatsächlich zu Ende. Echt skurril auch die Reaktion von Schalkes Vereinsboss Siebert. Vor dem Rückrundenspiel in der Glückauf-Kampfbahn lässt er einen Löwen einlaufen.